So, da sind wir wieder und wir zeigen euch in diesem Video nun mal eine unserer Welten. Und zwar geht's jetzt nach Armadillo, die nachgebaute Westernstadt aus dem PlayStation 3 Spiel Red Dead Redemption. So, da ist das Engelchen. Teleportiere mich zu dir, am besten zum Anfang, bei dem Schildchen. Zum Schildchen. Also, dann wollen wir mal loslegen mit unserer kleinen Stadttour. Engelchen, ich folge dir. Du läufst da mal durch, zeigst alles so ein bisschen. Genau. Wir fangen an mit dem Bahnhof, den jeder kennen dürfte. Aus Armadillo, wo der John Masters nun in Armadillo das erste Mal ankommt, ist er auch in diesem Bahnhof zu sehen. So. Dann geht es hier weiter. Hier ist der Saloon. Moment, ein bisschen umschauen. Der Saloon. Hier. So sieht er von außen aus und von innen. Können wir auch mal reingucken. Habe ich ihn versucht, so gut wie möglich nachzubilden. Mit dem Eingangsbereich, wo die halt alle saufen und sitzen und was weiß ich nicht, die Theke. Stellen kann. Die Treppe hier hoch. Ein Klavier ist hier. Moment. Und oben sind die Schlafräume gewesen. Wo man ja nur in einen eigentlich rein konnte. Ich habe halt alle offen. Ne? Das sind halt alles so Zimmers. Und das hier war das Zimmer, was man mieten konnte. Für $50. Hier hat man so einen Ausgang auf der Terrasse. So. So, zeigst du noch mal das Klavier, was wir da unten haben? Ja, das, was ich versucht habe, so gut wie möglich nachzubauen. Hier kommst du mir, wo bist du? Ich gehe jetzt wieder den anderen Weg runter. Okay, dann gehen wir halt von hier dran. Unsere tollen Dorfbewohner, die da so ein bisschen leben sollen. So, natürlich, wo bist du? Die haben so zugebaut hier. Die Dorfbewohner? Denkst du die hier? Ach nee, falsch. Hier ist die Tür. Hier geht's auch in den Zahn. Von hinten quasi. Die kommt von hinten. Und hier ist das Klavier. Ich wusste halt nicht, wie ich es anders nachbauen soll, weil ein Klavier zu bauen ist nicht so einfach. So, dann geht's weiter. Ja, dann gehen wir hier raus. Ja, wo bist du? Ah, ja. Ah, hier sind die Pferdchen angebunden, ne? Was das hier war, weiß ich nicht genau. Ich glaube, so ein Handelsposten. Ja, auch mal. Innen uns ansehen. Ja, ja, das war so ein Handelsposten, den es da gab. Wo halt Waren und so was geliefert wurden. Du musst jetzt nicht bei allem erklären, was da im Spiel gab. Okay. Die Leute, die es kennen, werden es wiedererkennen, denke ich mal. So, auf zum nächsten. Das nächste Gebäude ist, glaube ich, der Laden, der Einkaufsladen, wo man halt Sachen kaufen konnte. Das ist der hier. So, das nächste Gebäude ist die Bank.
Bereich, wo man halt mit dem Banker oder was sein Geld holen konnte. Und hier war halt der Tresor drin, was dann aufgeht. Das hier soll den Tresor darstellen. Nee, so kommt man nach hinten raus. So. Dass man dann quasi nach hinten draußen. So, dann jetzt zum nächsten. Ja, wenn man wieder durchquert durch die Bank. Das da drüben sind halt alle Wohnhäuser. Wo bist du? Ich bin wieder durch die Bank gegangen. Okay, gut. Ja, das waren alles Wohnhäuser hier, da konnte man nicht groß rein. Ich glaube, ja, hier war ein kleiner Laden, genau. Das war halt hier, wo man Medizin und sowas holen konnte. Und daneben war, glaube ich, das Waffengeschäft. Ja, genau. Das ist beides ziemlich ähnlich, weil die Läden halt alle ziemlich ähnlich aussahen, auch innen drin. Ich glaube, da ist auch alles leer. Ja. Hier ist auch noch eine Tür. Es ist noch nicht alles eingerichtet. Weil es natürlich, wie ihr sehr wahrscheinlich selber erkannt habt, aufgrund der Größe wirklich ein Projekt ist, was, ja, ich weiß es nicht mehr, aber so einige Wochen gedauert hat. Besonders wenn man dann so wie wir auch noch andere Projekte nebenbei baut. Das sind alles Wohnhäuser halt, wo man sich einrichten kann quasi. Mit großer Wohnfläche. Ne? Aber halt alles leer. So. Hier genauso ist alles leer. So, ein wichtiges Ding. Kommen wir hier nochmal rein. Ein wichtiges Ding war halt das Gefängnis mit den zwei Zellen. Da kann der jetzt auch gerne mal reingehen in die Zelle. Warte. Ne, rein mit dir. Man kommt da auch nicht mehr raus. Ne? Das ist der Zelt eingesperrt. Wir lassen den mal wieder raus. Boom. Und hier saß halt der Sheriff, ne? So, das ist also das Gefängnis. Weiter zum nächsten. Genau. So, das sind die Wohnhäuser. Alles. Das einzige, wo man halt noch rein konnte, war dann halt das hier. Das ist die Kapelle. Was gleichzeitig auch das Kino war. Darum das große Bild an der Wand. Das ist die Kinoleinwand. Wenn dann der jetzt mal reinkommt. Gleichzeitig eine Kapelle und gleichzeitig auch ein Kino gewesen im Spiel, wo man dann halt Kino gucken konnte. Darum die große Leinwand. Und hier ist der Beichtstuhl halt, wo man seine Beichte abgeben kann. Und noch ein kleiner Schlafbereich halt hier hinter. Hier ist ein Bettchen. Super. Das waren die wichtigsten Gebäude. Okay, dann zeige ich jetzt die Stadt nochmal von oben in der totalen. Ach ne, eins haben wir vergessen. Komm, komm. Ah, okay. Das wichtigste Mensch. Die Viehzucht. Die haben wir vergessen. Hier hinten. Die ganzen großen Ställe und Gebäude. Hier hinten ist der Hühnerfarm zum Beispiel. Und keine Hühner drin, kann das alle abjauen. Hat eine Angst. So, dann gehen wir mal rein. Schauen wir uns von innen. Ja, das sind so die Hühnerställe. Darum auch bloß diese kleinen Löcher an der Seite, da sollen nur die Hühnchen durchpassen. Ich hier auch mal ein paar Hühnerpappen. Hier haben wir noch mehrere Wasserflächen. Ja, für die Hühnchen. So.
Das war's. Und ach, sogar noch ein Pferdchen drin, hier ist die Koppel. Und die anderen Viehställe halt. Ne? Ja, Schafe verschiedene und Koppeln, genau. Häschen sind hier drin. Häschen, wo war ich hier Häschen? Und Schweinchen und Hühner. Ja. So, das war's im Großen. So, dann zeigen wir das noch mal in der totalen. Am besten beginnend beim Schild. Damit ihr einen insgesamten Überblick bekommt. Könnte natürlich jetzt noch jedes einzelne Gebäude innen ausrichten oder ne, einrichten, aber das sind dann wirklich nur noch kleine Feinarbeiten. Im Großen und Ganzen ist die Stadt so schon in einem ja, guten, großen Zustand. Und es sind auch alle Gebäude vorhanden, die halt in der Stadt waren. So, gut. Dann sagen wir erstmal goodbye. Das war unsere Armadillo-Welt aus dem PlayStation 3 Klassiker Red Dead Redemption, die Westernstadt. Und wir hoffen, sie hat euch gefallen. Ihr seht hier nochmal das leuchtende Empfangsschild. Bierdeckelchen, das Bierdeckelchen. Das soll eigentlich ein Bierdeckel Ja. So, und wie gesagt, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wird in Zukunft auch noch mehr Videos von unseren Maps geben. Und ja, wenn euch gefällt, was ihr seht, wäre schön, wenn ihr ein Däumchen da lasst oder ein Abo. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag und hoffen, euch hat unsere Welt gefallen. In diesem Sinne, alles Liebe, euer Hell's Games Team. Bye.